Jeder, der Path of Titan spielt, kennt dieses Geräusch. Das kommt vom Utahraptor. Und genau diesen werden wir heute mal gemeinsam ausprobieren. Und natürlich starten wir auch hier erstmal wieder als Jungtier. Das heißt für mich, ich mache jetzt erstmal ein paar Missionen. Und ich würde ganz gerne auch einen Rudel finden. Das heißt, andere Utahs am besten. Ich würde auch wahrscheinlich Mixpacken mit anderen Raptoren. Weil ich weiß halt nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass wir wirklich andere Utahs finden. Ich werde es auf jeden Fall mal riskieren, in den Krater zu gehen. In der Hoffnung, dass wir dort einen Rudel finden. Weil hier sind ja immer super viele andere Dinos. Ich habe auch schon die ersten Attacken gelernt. Nämlich einmal so einen Sprung zurück. Damit kann ich ausweichen. Und die andere Attacke kann ich gerade gar nicht einsetzen, warum auch immer. Ah, die geht nur im Sprinten. So ein Sprung nach vorne und dann eine Krallenattacke. Könnte natürlich voll schief gehen. Kann passieren, dass wir gleich einfach zerhackt werden. Aktuell sehen die ja alle sehr friedlich aus. Aber keine Raptoren. Weit und breit nicht. Da ist das nicht so einer? Hey, warte. Ja, guck mal. Das ist auch ein Utah. Ah, sehr gut. Damit sind wir nicht mehr alleine. Ich habe so einen Call gelernt, der uns wohl bufft. Aber irgendwie sehe ich gerade keinen Buff. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hoffe einfach mal, dass er trotzdem wirkt. Oh, was ist das denn hier für einer? Das wäre doch was zum Angreifen. So perfekt von der Größe. Er blutet schon ganz gut. Da haben wir ihn. Sehr, sehr gut. Das war die erste Übung. Guck mal, hier ist einfach ein riesen Croc. Ne, mit dem will ich nicht in eine Gruppe. Mein Mate ist auch da. Schwer, den zu treffen mit unserem Pounce. Okay, er will sich jetzt wieder drehen um 180 Grad. Ich hoffe, mein Mate ist vorsichtig. Ja, ist auch klar. Oh, er hat ihn getroffen. Oh, Leben am Limit von meinem Mate. Leider ein Schweifhieb abbekommen.
Ja, ich glaube, das bringt leider nichts mehr. Der flüchtet ins Wasser. Aber das Kämpfen mit dem Yuta geht echt ganz gut, muss ich sagen. Leider war dann Server Restart und dadurch habe ich mein Mate verloren. Oh, was läuft denn hier vorne? Ich glaube, das ist ein Cerato. Lass sie mal kommen. Springen wir ein bisschen zurück. Oh, da hat er mich hart erwischt. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber er blutet auch ganz gut. Er rennt davon. Das ist nicht sein Ernst. Okay, ich glaube, der war kurz vorm Sterben schon. Jetzt hat er jetzt hier nicht so einen Selbstmord gemacht. Oh, da vorne ist ein Rex oder sowas. Ich glaube, das wird ein schwieriger Kampf. Ich glaube, ein Treffer von dem und dann sieht es nicht mehr gut aus für uns. Wir müssen mal ganz vorsichtig hinten auf den Schweif gehen. Ja, die Ausdauer sieht nicht so gut aus. So, jetzt regen wir mal kurz Ausdauer ein bisschen. Weil wenn wir so crouchen, geht das immer. Aber der haut ab. Ah, das ist schlecht. Der will nicht mehr kämpfen. Ja, blutet auf jeden Fall, das ist ganz gut. Gehen wieder ein bisschen auf Distanz. Bisschen Ausdauer regen.
Ich habe halt Angst, dass der in den Krater flüchtet. Das wird er wahrscheinlich auch tun. Ist immer das Problem, wenn man so nah am Krater kämpft. Hat er uns getroffen. Das tat sehr, sehr weh. Ja, da war ich zu unvorsichtig. Ist aber auch immer schwer, auf so Schrägen zu kämpfen. Und ich habe die ganze Zeit den Zeitdruck. Ich muss ihn halt unter Druck setzen wegen dem Krater. Ah, der will da rein. Ein Hit von ihm und wir sind Geschichte. Warum will der denn flüchten? Das ist doch doof. Ja, da unten bringt halt nichts zu kämpfen, weil da mischen sich so viele Leute ein. Das ist schade. Und er winkt. Oh, wie süß. Das ist ja cool. Ja, ich wette, der würde uns angreifen, wenn er könnte. Okay, er springt weg. Aber ich glaube, hier sind auch noch Crocs. Deswegen müssen wir aufpassen. Du hast nichts zu befürchten. Du bist klein und süß. Dich verschone ich. Oh, guck mal, da ist er. Oh, da kommt ein Cerato. Oha. Ich dachte, ich kann hinter den, also richtig über den springen. Schade. Okay, da ist er down. Aber die Dilos gehen auch auf mich. Hallo? Bitte beschütze mich. Mein gestrandeter Freund. Kommt ein Yuti. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Dürfte auch ein Lutaraptor sein. Was ist das denn? Ist das ein Torvo? Der will auf jeden Fall Stress. Der ist voll wendig, oder? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie hinten in den Schweif rankomme. Der kann sich so schnell mitdrehen. Das ist schon crazy.
Er blutet halt schön. Immer schön die Ausdauer regen, wenn es geht, auch wenn es für eine Sekunde nur ist. Meine Ausdauer ist jetzt echt nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Guck mal, wie schnell der sich drehen kann, das ist crazy. Kommt da hinten an den Schweif nicht richtig ran. Ja, der wird wahrscheinlich hier nicht so gut runterspringen können wie ich. Braucht halt Ausdauer. Jetzt sind wir wieder oben. Jetzt können wir Ausdauer tanken. Da unten steht er. Können wir uns auch mal kurz hinlegen. Oh, der hat mich auch getroffen. Ich habe richtig viel Schaden bekommen. War das ein Schweifhieb? Oder war das so Reflect Damage? Weil ich ihn angejumpt habe. Ah ne, der hat so ein Schweifhieb. Das ist tatsächlich ein Torvo. So ein Senkrecht-Schweifhieb. Das heißt, da müssen wir dann auch aufpassen. Das ist natürlich übel, ne? Also den zu attackieren als Jutta, wenn man alleine ist, ist schon schwierig. Vor allem, wenn wir jetzt so viel Schaden kassieren, wenn wir den von hinten anjumpen. Ich weiß nicht, ob wir den erlegen können. Unser Mate hat auf jeden Fall Bock. Oh Gott. Oh, der Felsen. Der hat mich fast gekillt. Na, es ist fies in so einer Felslandschaft. Wir folgen den einfach mal. Ich meine, abhauen kann der von uns nicht wirklich. Kleiner Psittakus ist auch am Start. In so einer Felslandschaft ist das nicht so einfach mit dem Pouncen. Man trifft halt echt schlecht. Oh, ich bin tot. Oh, doch nicht. Aber ich hing voll fest und er hat gestampft. Jetzt wissen wir auch, dass er einen Stampfer hat. Das habe ich gerade auf die schmerzhafte Art und Weise gelernt. Und dann muss ich extrem aufpassen, dann darf ich ihn nicht am Körper pouncen. Weil sonst bleibe ich halt hängen. Ich meine, er blutet immerhin, aber ein Schweifhieb und das war's mit mir. Ich würde so gern da hinten an den Schweif ranjumpen, durch diese kleine Lücke. Aber ich glaube, das hat nicht viel Sinn. Der hat doch seinen Biss aufgeladen.
Okay, ich habe ihn getroffen. Er steht halt jetzt voll an den Klippen. Ich glaube, da hat er Fallschaden kassiert. Nach dem Pouncen bleibt der Jute auch immer so einen Moment stehen. Das ist super gefährlich. Und der hat nicht so eine gute Beschleunigung. Das ist schon echt fies. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr so beißen. Dampf nochmal. Ich muss super aufpassen mit meinem Lowlife. Da kommt halt was anderes. Ich glaube, ein Sucho. Na, das ist schlecht. Ja, die Sucho schützen ihn, glaube ich. Das ist schlecht. Das ist das Ding, was er attackt. Okay, wir haben's. Jetzt können wir auch was essen. Das ist sehr gut. Soll ich mal einen Sauropoden angreifen? Jetzt auf jeden Fall schon mal, dass er einen Stampfer hat. Und einen Kick nach hinten. Der auch einen Schweifhieb? Versuch's mal zu baiten. Was war das? Keine Ahnung, was das für eine Attacke war. Schweifi-Papa hat er auch, okay. Gut zu wissen. Okay, so einen Stampfer hat er anscheinend auch. Der hat viele Attacken. Oh, da ist ein großer Sauropode auch noch. Das ist schlecht. Dass er rennt, ist gut wegen dem Blutungsschaden. Kriegt er mehr Damage. Das ist schlecht. Das kann ich nicht verhindern. Warum lege ich hier so rum? Ja, das ist echt mies, wie die das machen.
Autsch, der hat gesessen. Ich jump jetzt einfach rein, was soll's. Einfach ein bisschen aggressiver jetzt. Wenn die ineinander stehen, können die auch nicht attackieren. Kann ich mir auch zunutze machen. Ja, die verbünden sich leider hier gerade alle. Ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube, hier werde ich gleich drauf gehen. Noch mehr Sauropoden. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Alleine was down zu kriegen, dauert halt einfach zu lange. Loot aber jetzt übrigens auch. Ja, und ich glaube, jetzt kriegen wir auch noch jemanden aus der Luft. Ha! Oha, der Kano will's wissen. Komm her. Ja, komm, Kano. Komm. Tja. Und jetzt? Was machst du jetzt? Das soll es jetzt auch mit der Utah-Raptor-Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und falls ihr mich unterstützen wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.